So, meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut und nicht zu leise. Ich habe ja immense Tonprobleme hier mit meinem neuen Rechner und alles sollte ein bisschen fluffiger werden und es ist irgendwie alles ein bisschen schlechter geworden. Das macht aber nichts. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und ich glaube, wenn das Video rauskommt, auch einen guten Rutsch. Also ein gutes Neues wünsche ich dann schon mal. Oder ein frohes Neues. Ein frohes Neues. Ja, mein Name ist weiterhin Thomas Freaks. Ich werde euch jetzt nicht ganz so viel behellen mit Kommentaren, weil ich jetzt das Mikrofon quasi wie ein Moderator in der Hand halten muss. Was ich sagen kann: Drachenzähmen leicht gemacht. Drachenzähmen, die Insel hier im Heidepark, ist doch eine Herausforderung. Das muss ich euch mal sagen. Ich denke auch, dass es hier noch einen dritten Part dazu geben wird. Es ist sehr viel Fummelarbeit, sehr viel Klein-Klein und ja, im Endeffekt lohnt sich das aber. Das kann ich euch sagen. Dieses Video besteht auch schon aus zwei Videos, insgesamt irgendwie 3,5 Stunden Rohmaterial. Und da ist mir mal wieder ein Fauxpas passiert und zwar. Wie soll ich sagen? Als ich dann den Eingangsbereich zur Drachengrotte gebastelt habe, habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist mir dann so mittendrin passiert, aufgefallen, habe das dann nochmal korrigiert. Und ja, also nicht wundern, wenn dann der Eingang der Drachengrotte schon steht und ihr das dann nicht gesehen habt. Das ist mein Fehler. Passiert mir öfter leider mal. Hier versuche ich jetzt einfach mal alles ein bisschen anzupassen an die Wände, das alles irgendwie dicht zu kriegen. Es ist ja alles nicht so einfach mit dem Terrain und naja. Aber ich glaube, das gelingt mir eigentlich sehr gut. Ich werde euch gleich ein bisschen alleine lassen mit der schönen Planet Coaster Musik Aspect Imagination. So heißt das Ding. Und ja. Weil das Video heute ein bisschen länger geht, würde ich auch sagen, viel Spaß dabei und ja, wir sprechen uns dann wieder im dritten Part und hoffe, dass ich dann mein Tonproblem etwas korrigieren konnte. Wenn euch das doch alles gefällt und so, dann lasst doch gerne aber auch ein Like oder ein Abo oder ein Follow da. Ein Abo muss es ja nicht unbedingt sein, ich glaube, Follow ist das, glaube ich. Und schreibt auch mal in die Kommentare rein, seid nicht schüchtern. Freue ich mich darüber, wenn so ein bisschen Feedback kommt. Ja, auch das mit den angesprochenen Parktouren oder Zootouren. Wie gesagt, sobald ich das hier alles so ein bisschen besser hinbekommen habe mit dem Ton am neuen PC, dann werde ich das durchaus in Erwägung ziehen. Aber jetzt muss man sich erstmal darum kümmern. Okay. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Lasst das Video ruhig gut ausklingen. Es läuft in achtfacher Geschwindigkeit. Und ich hoffe, das funktioniert alles, wie ich mir das gedacht habe, dass das andere Video gleich hinterherkommt. Aber ich denke schon. Gut. So viel erstmal zu mir. Wieder. Da geht es dann auch weiter mit dem Movie Park in den Livestreams. Oder aber auch mal wieder mit dem Tropenzoo. Also von daher. Wenn ich das hinkriege mit dem Stream, also jetzt eine Notlösung habe ich immer parat. So wie ich nehme das Video jetzt am Dienstag auf, den 28. und musste gestern im Livestream auch ein bisschen improvisieren. Aber naja, so ist das dann manchmal. Leben in der Lage habe ich damals immer gelernt bei der Bundeswehr. Und manchmal ist das ja gar nicht so schlecht. Juti, dann sage ich schon mal Tschüss und wir sehen uns dann, denke ich, im nächsten Video wieder. Genießt jetzt einfach noch minutenlang, ich denke noch so eine halbe Stunde, was man hier so bastelt. Denn es war viel Kleinarbeit, aber es erklärt sich von selbst. Ciao, ciao.
So, da schalte ich mich dann doch nochmal ein. Wie ihr seht, jetzt steht das Gerüst schon. Das ist das, was ich meinte. Dass ich da einfach Aufnahmeknopf vergessen habe. Denn dort ist ja die Besonderheit, dass man dort aus diesem Gebäude herauskommt. Und habe auch nochmal die Wege umgestaltet, sodass man also über den Track der Grotten, der Grottenplan? Nein, der Drachengrotte. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Die kleinen Häuschen, die jetzt da stehen, kleiner Trick, was heißt Trick? Da habe ich Schornsteine einfach genommen. Und das andere sind Eiszapfen ungefärbt, die dort stehen. Das sind ja so Grippe, die dort in diesem Berg heißt das, glaube ich. Ne? Berg heißt die Insel von Drachenzähmen. Und ja, die habe ich da einfach benutzt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Dieser Zaun ist sehr tückisch, muss ich sagen. Tückisch, habe ich gesagt. Ne? Tückisch, nicht, dass einer was Falsches versteht. Weil er nicht ganz gerade ist in sich, glaube ich. Ich glaube, der ist irgendwie schief. Es macht jetzt nicht so viel, weil in diesem Dach- und Zirn-Ding ja nicht so viel gerade ist. Aber zum Bauen ist es sehr nervig. So, da kommt auch noch ein Vordach. Die Treppe ist nicht die schönste. Aber okay, das ist Wege, ist halt so ein Ding im Blendkloster. Aber das wisst ihr selber. So, das wird jetzt der längere Part. Aber dann werden auch gleich die Stangen verschwinden und dabei Häuschen auftauchen und alles schick gemacht. Und ja, das kommt dem Drachenzähmen der Insel schon ganz nah, wie ich finde. Hundertprozentig wird man das nicht hinkriegen. Doch einige werden das wahrscheinlich schaffen. Aber gut. Ich hoffe, das ist jetzt hier aufgenommen worden, weil ich das Mikrofon auch mal wieder angemacht habe. Und ich nicht sicher bin, ob der Laptop das wieder erkannt hat. Okay. Dann lasse ich euch weiterhin wieder alleine. Genießt die Musik und die Show. Und bis zum nächsten Mal. Aber dranbleiben. Also das dauert hier noch ein bisschen.